Im Bundeskanzleramt ist heute ein verdächtiges Päckchen gefunden worden. Nach neuesten Meldungen könnte es sich beim Inhalt um einen Explosivstoff handeln. Verschiedene Zeitungen meldeten heute Nachmittag, dass das Paket in der wenige Meter vom Kanzleramt entfernten Poststelle abgegeben worden ist. Das geschah um ca. 13 Uhr durch einen Paketdienst. Als Absender war das griechische Wirtschaftsministerium angegeben. Das Bundeskriminalamt überprüft den Fund. Die Kanzlerin befindet sich zurzeit in Belgien. So, und ich höre, dass mein Kollege Gerd-Joachim von Fallua in Berlin ist. Gerd, was gibt es da für Neuigkeiten von diesem ominösen Päckchen? Einige Tageszeitungen schreiben ja in ihren Online-Ausgaben schon von Schwarzpulver, das dort in dem Päckchen sein soll. Ja, zunächst einmal die gute Nachricht. Dieses Päckchen hat den Adressaten nicht erreicht. Das Paket war an Angela Merkel direkt gerichtet. Um 13 Uhr wurde es hier in Berlin im Kanzleramt abgegeben, durch UPS transportiert. Das ist übrigens die gleiche Firma, die auch für den Transport eines der beiden Pakete zuständig war, die am Wochenende abgefangen wurden, die aus dem Jemen ja nach Chicago transportiert werden sollten. Also es ist nichts passiert, denn Angela Merkel, Sie haben es gesagt, weilte zu diesem Zeitpunkt in Brüssel. Und das ist das Gute, die Sicherheitsvorkehrungen haben gegriffen. Dieses Paket ist gezielt gesprengt worden und das BKA untersucht jetzt die näheren Umstände. Nun ist das Kanzleramt nicht evakuiert worden. Warum ist das nicht geschehen? Also die Sicherheitsvorkehrungen um das Kanzleramt sind erheblich erhöht worden, das muss man sagen, aber evakuiert wurde es in der Tat nicht. Zum einen, weil es keinen Verdacht auf weitere Päckchen sich ergeben hat. Zum anderen liegt diese Poststelle bzw. der Raum, wo solche Pakete dann geöffnet werden, ein bisschen außerhalb. Und uns wurde gesagt, in der Tat sei es so gewesen, dass dieses Paket hätte zur Explosion gebracht werden können und dass es dann zu einem Brand gekommen wäre. Derjenige, der das Paket aufmacht, der wäre sicherlich auch verletzt worden, das ist völlig klar. Aber eine unmittelbare Gefahr einer ganz großen Explosion, die hat es nicht gegeben. Und da lohnt sich dann ein Blick natürlich mal nach Athen, denn da war das heute anders. Genau wie gestern sind dort wieder Sprengstoffpäckchen gefunden worden. Und dort ist zum Beispiel ein Päckchen, was an die deutsche Botschaft geschickt wurde, auch gesprengt worden. Die Schweizer hatten etwas weniger Glück in der Schweizer Botschaft in Athen. Die haben das Paket noch rechtzeitig aus dem Fenster geschmissen und dort ist es explodiert. Eine Stichflamme, es hat gebrannt, aber es war keine wirklich sehr große Bombe. Das muss man festhalten. Jetzt ist es natürlich viel zu früh, darüber zu spekulieren, ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Päckchen in Griechenland und im Kanzleramt möglicherweise gibt. Aber wir haben ja in den letzten Wochen eine heftige Diskussion um eine erhöhte Bedrohung für Deutschland. Könnte das einen Zusammenhang bieten? Ja, das liegt natürlich jetzt momentan auf der Hand, aber ich warne dringend davor, denn man muss tatsächlich die Ereignisse nochmal anschauen von gestern und heute, die es dort in Athen gegeben hat. Gestern hat man mehrere Sprengstoffpäckchen sichergestellt bei zwei Verdächtigen, die der linksautonomen Szene in Griechenland zugehören. Und die haben zum Beispiel ein Päckchen oder beide Päckchen mit Schwarzpulver präpariert an den französischen Staatspräsidenten Sarkozy dabei gehabt. Und was wir so hören, liegt es auf der Hand, dass dieses Päckchen an Angela Merkel wohl zur gleichen Absendergruppe gehören könnte, muss man sagen. Da wird ja noch ermittelt, aber man muss aufpassen, dass man die Fälle hier nicht ganz durcheinander bringt. Diese autonome Gruppe in Griechenland hat schon häufiger dafür gerade gestanden, dass sie solche Anschlagsversuche gemacht haben. Am Wochenende sind Kommunalwahlen in Griechenland und es kann also sehr, sehr gut sein, dass diese Päckchenfunde, die es gestern auch in Griechenland und heute in Griechenland gegeben hat, und das Päckchen hier in Berlin zusammengehören und dann nichts mit den Päckchen zu tun haben, die aus dem Jemen kommen. Wenngleich man sagen muss, im Jemen sind ja in den vergangenen Tagen 26 weitere Sprengstoffpakete festgestellt worden. Und wenn man einen Strich drunter macht, egal wie das alles zusammenhängt, man muss sich als Bürger schon wundern, was so durch die Welt transportiert wird. Und sprengfähig waren alle Päckchen, soweit zumindest bisher, die Erkenntnisse. Danke, Gerd-Joachim von Fallua. Wenn wir Neues wissen, dann spätestens in unserer Spätsendung von der Tag um 23 Uhr. Danke zunächst mal nach Berlin.
Und in Griechenland, wir haben es gerade angesprochen, da haben mehrere Botschaften Briefbomben erhalten. Ein kleiner Sprengsatz ist an der Schweizer Botschaft explodiert. Der für die deutsche Botschaft gedachte Sprengsatz, der konnte, wie mein Kollege gerade auch schon einmal sagte, kontrolliert zur Explosion gebracht werden. Auch an der russischen Botschaft explodierte ein Paket. Hier kam die Polizei allerdings zu spät. In allen Fällen entstand nur Sachschaden. Bereits gestern hatten die Behörden Briefbomben in Athen entdeckt und die griechische Polizei vermutet kleine Terrorgruppen im Land, die gezielt ausländische Firmen und Vertretungen attackieren wollen. Mit einem ohrenbetäubenden Knall, so Zeugen, explodierte die Bombe, die zuvor in den Hof der Schweizer Botschaft geworfen wurde. Glücklicherweise hatte sie keine große Sprengkraft und so wurde niemand ernsthaft verletzt. Die Sicherheitsbehörden riegelten darauf das Gebäude großräumig ab. Sprengstoffexperten machten sich sofort an die Arbeit. Auch in der russischen Botschaft kam es zu einer Explosion. Kurz zuvor hatte die Polizei bereits die bulgarische Vertretung abgeriegelt, um ein verdächtiges Päckchen zu untersuchen. Dies wurde später gezielt gesprengt, ebenso wie Pakete vor dem Parlament und bei einem Kurierdienst, das an die deutsche Botschaft gehen sollte. Bereits gestern fing die Anschlagsserie an. Die Polizei fing mehrere Briefbomben ab, die an verschiedene diplomatische Vertretungen gerichtet waren. Ein Sprengsatz war direkt an den französischen Präsidenten Sarkozy adressiert. Konkrete Hinweise auf die Urheber der Paketbomben gibt es im Moment noch nicht. Die griechischen Sicherheitsbehörden vermuten dahinter aber Linksextremisten, die schon in der Vergangenheit Dutzende solcher Anschläge verübt haben. Eine Verbindung zu Al-Qaida sehen sie nicht. Die Behörden sind dennoch in höchster Alarmbereitschaft. Im Juni vergangenen Jahres wurde ein Mitarbeiter des Ministeriums für öffentliche Ordnung durch eine Briefbombe getötet. Guten Abend. Das explosive Paket war an Angela Merkel persönlich adressiert und in der Poststelle des Kanzleramts aufgefallen. Daraufhin machte es die Polizei offenbar mit einer Wasserkanone unschädlich. Als Absender war das griechische Wirtschaftsministerium angegeben. Das lässt auch deshalb aufhorchen, weil heute in Athen Briefbomben an mehrere Botschaften gingen, unter anderem an die deutsche. Die Bundeskanzlerin selbst war heute in Belgien unterwegs. Die Eilmeldung kam kurz vor 16 Uhr. Bombenalarm im Kanzleramt. Die Kanzlerin selbst war nicht im Haus, sie hielt sich zu politischen Gesprächen in Brüssel auf. Schnell war die Hauptstadtpresse vor Ort, um die weiteren Sicherheitsmaßnahmen zu beobachten. Der Zutritt zum Kanzleramt war nicht gestattet. Auch Bilder von den Sprengstoffexperten gibt es nicht. Das Bundeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Vor wenigen Minuten trat Regierungssprecher Seibert vor die Presse mit weiteren Informationen über das Bombenpaket. Es war an die Bundeskanzlerin persönlich gerichtet. Die Untersuchung zeigte, dass der Inhalt des Päckchens zumindest geeignet war, Menschen zu verletzen. Es ist von Experten des Landeskriminalamts unschädlich gemacht worden. Das verdächtige Paket war von der Zustellerfirma bei der Poststelle des Kanzleramtes abgegeben worden. Die Vorprüfung erfolgte aber nicht im Hauptgebäude, sondern einige Meter entfernt an der Pforte. Das Paket fiel auf, weil es einen griechischen Absender hatte. In Athen war heute auch die deutsche Botschaft Ziel eines Bombenanschlags. Die Annahme des Paketes war dort jedoch verweigert worden, weil der Absender fehlte. Seit zwei Tagen werden die griechischen Sicherheitskräfte durch eine Reihe von Bombenanschlägen in Atem gehalten. Bei Explosionen in der russischen und der Schweizer Botschaft wurde aber niemand verletzt. Viele in der Bevölkerung, allen voran, aber in der linksautonomen Szene Griechenlands, geben den europäischen Regierungen die Schuld dafür und allen voran auch der Bundesregierung in Berlin. Die Kanzlerin dankte den Sicherheitsbeamten für ihre Besonnenheit. Der Bundesinnenminister will zur Stunde weitere Details bekannt geben. Thomas Walde in Berlin, wie gefährlich war diese Bombe? Nun, das war die erste offizielle Bestätigung, die wir da am Abend gehört haben vom Regierungssprecher, dass dieses Paket geeignet gewesen sei, Menschen tatsächlich zu gefährden und zu verletzen. In diesen Minuten erwarten wir weitere Informationen vom Bundesinnenminister. Nach Informationen meines Kollegen im Hauptstadtstudio Klaus Brodbeck will Innenminister de Maizière dort noch einmal diesen Zusammenhang herstellen, auf diesen Kontext verweisen mit den anderen Anschlägen, den Päckchen, die dort verschickt wurden in Griechenland. Und wir erinnern uns, dass dort zumindest ein Päckchen ja explodiert ist in der Schweizer Botschaft. Es hat eine Stichflamme gegeben beim Öffnen. Dann haben Mitarbeiter der dortigen Botschaft es aus dem Fenster geworfen, wo es dann zur Explosion kam. Also das würde einmal mehr zeigen, dass dieses Päckchen, das hier heute einging, geeignet gewesen war, Menschen zumindest zu verletzen. Wie hat das Kanzleramt bislang reagiert?
Also heute Abend ist es wieder ruhig, muss man sagen. Das Kanzleramt ist ja den ganzen Tag über nicht evakuiert worden. Ein Grund dafür war, dass dieses Päckchen rechtzeitig entdeckt wurde in der Poststelle. Diese Poststelle befindet sich nicht im eigentlichen Gebäude des Kanzleramtes, schon auf dem Gelände, aber nicht im eigentlichen Gebäude. Und es konnte dann rechtzeitig unschädlich gemacht werden, sodass keine unmittelbare Gefahr für das Kanzleramt bestanden habe. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt das Bundeskriminalamt. Von hier aus dem Kanzleramt heißt es nur, dass hier dort keine weiteren Informationen vorliegen, dass dieses Päckchen nicht mehr hier sei, sodass jetzt auch keinerlei Gefahr für das Kanzleramt mehr bestehe. Thomas Walde, für den Moment vielen Dank. Was für ein Unterschied. Als Amerika vor ziemlich genau 2 Jahren seinen Präsidenten wählte, da wurde Barack Obama geradezu hymnisch als